Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung. Dieses Mal mit dem gamepvp.de Server. Wir gehen gleich mal drauf. Wir sind nun in der Beta von 1.8.x bis 1.14.2. 875 Spiele drauf. Wir gehen mal drauf. Oh, mit einem, wie sagt man denn, Barriere. Nett. Okay. Schöne Architektur. Ein Apfelbaum. Ja. Tanne. Ein YouTube-Banner. Kopf. Okay. Wir sind hier. Es sind 8 Spiele online, aber die werden nicht angezeigt. Scheinbar auch mit verschiedenen Sachen, okay, keine Rechte. Dann haben wir Specials, Schuhe, gefärbt, Köpfe, sind noch alle schwarz, auch keine Rechte. Bin mal gespannt, das ist wahrscheinlich auch eben, ja, noch nicht so ein großer Server. Aber das liebe ich ja, von Anfang an auch dabei zu sein, es vorzustellen und so weiter. Ich werde jetzt einfach mal alles anschauen, wahrscheinlich gehen ja die meisten Spiele direkt in den PvP. Aber ich bin einer, der vorstellt, also ich stelle jetzt einfach mal alles vor, zeige die Einrichtung, wie gebaut wurde und mache noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ja, die Spiele ein bisschen anschauen, alles anschauen. Wie gesagt, ist auch für die Höflichkeit. So, wer es nicht interessiert, ach, Jump'n'Run, cool. Jump'n'Run, yeah. Ui, ungeübt, wie immer. Ja, also, im großen Haus sicher mal, fängt's an. Hier haben wir noch einen Marktplatz, noch 2 kleine Häuschen, die scheinbar auch noch dekoriert sind, cool. Nicht schlecht, so ein Bett hätte ich auch gerne, wo man nicht runterfallen kann, aber rausfallen kann aus dem Fenster. Ja, hätte ich schon gerne. Okay, gut, dann gucken wir kurz noch hier rein. Das ist eigentlich auch so alles, ja. Okay, mit dem Weihnachtsbaum drin, okay, cool. Es ist schon ein bisschen weihnachtlich, aber ich denke, das wurde jetzt einfach noch nicht geändert. Jetzt müsst ihr alles Oster Setting machen. Okay. Ich schaue mal gleich noch kurz. Ich habe das Video. Nein, ich habe das Video jetzt nicht mehr an. Aber ich stelle es jetzt gerade nochmal an. So. Der liebe SuperDex44 hat das mir geschrieben. Er soll. Ich soll natürlich eher noch kurz vorbeischauen hier. Oder auch normal lang. Natürlich, je nachdem wie groß es ist. Oh, cool. Diese Platten, die, ja, diese Eisenplatten sind sozusagen die Booster. Wie man sie auch kennt aus den verschiedenen, wie nennt man dieses Spiel mit den kleinen Inseln? Das ist PvP. Ja, wo geht's jetzt weiter? Bin ich ein bisschen verwirrt. Es steht nämlich noch nicht viel da. Kann jetzt gerade noch nicht sagen, wo es weitergeht. Aber vielleicht in diesem Haus waren wir da. Also es ist ein PvP-Server. Game PvP-Server. Und sollte irgendwo natürlich noch PvP sein. So, ah, da ist einer. Da haben wir leider auch nichts. Ist das irgendwas? Ein Leuchtfeuer. Kasten. Ja. Weiß jetzt noch nicht so recht, dass er wahrscheinlich einfach mit diesen verschiedenen. Ja, Teleporter, genau. Also. City Build. Okay, gibt's auch noch. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht offen, ne? Das ist jetzt wieder das gleiche. Knock PvP. Okay, führt leider auch noch nicht irgendwo hin. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt alles noch vorstellen kann.
Ich mache gerne noch ein zweites Video, wenn ich dann weiß, was ich da noch vorstellen kann. Aber so wie es aussieht, ist alles noch im Bau. Und deshalb noch nicht so ganz gut ausführbar. Und da hinklicken. Jo. Vielleicht schreibt er etwas, oder ich sollte mal noch etwas schreiben. Die Architektur, die gefällt mir sehr. Also, macht weiter so. Ah, diese Halle waren wir noch nicht. Cool. Ja, ihr habt Talent. Die Einrichtungen sind alle ziemlich gut improvisiert bereitgestellt. So wie man es auch aus guten Servern kennt. Ah, oh, wie geil. Aber ja, bis jetzt ist halt noch nicht so viel möglich. Ja, Items haben wir schon geschaut. Noch was zum Spawn. Wir sind zurzeit noch in der Beta. Bei Fehlern melde dich bei einem Teammitglied. Schau doch mal auf unserem Teamspeak 3 Server vorbei. Wir suchen zurzeit noch Teammitglieder. Bewirb dich an bewerben@gamepvp.de. Okay. Also, ja, scheinbar noch nicht möglich. Ich werde zurückkehren. Ich tue alle Server, die vorgestellt werden, natürlich auch speichern noch. Und falls die Interesse da ist und ihr etwas Neues zu bieten habt, liebe Owner oder bekannte Fans oder sonst irgendwas, wenn ihr seht, es hat sich etwas getan, dann dürft ihr mich wieder kontaktieren und ich werde nochmals auf den Server vorbeischauen. Aber das war's jetzt eigentlich mit diesem Server. Der hat natürlich auch noch nicht so viel zu bieten. Aber für jeden, der natürlich auch noch größer ist, noch mehr ist, ich habe ja letztens ein Video mit 31 Minuten gemacht. Ich werde natürlich schon schauen, dass ich natürlich alles zeigen kann, soweit es geht natürlich. Also so Free-Bild, da kann ich wahrscheinlich nicht alles zeigen, weil ich es nicht weiß. Und also nicht alles finde. Und deshalb ja, einfach immer wieder schreiben, falls ich etwas vergessen habe oder es irgendwie, ja, falls ich etwas Falsches gesagt habe oder ja, einfach damit ihr es wisst. Bei mir könnt ihr natürlich immer wieder eine Anfrage senden. Ich bin aber eben auch manchmal ein bisschen beschäftigt. Also es kann sein, dass manchmal nicht 2, 3 Parts kommen pro Tag. Und da müsst ihr halt einfach warten können. Gut, jo. Gut, also dann bin ich mal wieder weg und bereite den nächsten Server vor. Tschüss, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.